Digitale Elektroplanung, Game Changer, ja oder nein? Ist es denn gut, ein Tool zu haben, wo man online überall Zugriff auf seine Elektroplanung hat, per Drag and Drop Dinge reinschieben und wieder rauslöschen kann? Oder ist doch besser, im Plan von Hand einzuzeichnen und mit dem Radierer vielleicht umständlich das wieder rauszulöschen? Ich habe es vielleicht jetzt schon in diesen paar Sätzen erklärt, aber ich gehe im Detail jetzt auf diese App in diesem Video ein. Chatplan ist der Name. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier dieses Produkt auch zu testen und die Kooperation. Ich zeige euch in Kürze jetzt, was man mit dieser App denn auch alles machen kann, wie sie funktioniert, paar Tipps und Tricks und wie ihr es für euch in eurem Betrieb implementieren könnt. Also, und dann bevor wir ins Video reingehen, wie immer die Bitte, abonniert den Kanal, um solche Videos weiterhin nicht zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um auch benachrichtigt zu werden, wenn Videos online gehen. Und dann gehen wir jetzt rein. Let's go! So sind wir jetzt schon in der Oberfläche von der Chatplan-App. Wie man sieht, ist das keine App, die man jetzt sich über einen App Store auf ein Device laden muss. Das ist hier browserbasiert. Und das ist der große Vorteil, dass es browserbasiert ist, dass man das jetzt hier bearbeiten kann und gleichzeitig auf einem anderen Device in Echtzeit auch sieht, was da dann passiert ist. Also man kann sich hier einfach einloggen. Und für mich der große Vorteil, ich sitze hier an einem MacBook. Das funktioniert einwandfrei auch auf dem Mac. Ganz viele Apps habe das Problem, dass die nur Windows-basiert sind. Gerade Handwerker-Apps sind oft Windows-basiert. Und für Leute, die eigentlich mit Mac arbeiten, ist das oft ein Problem. Und man muss vielleicht mit einem Emulator arbeiten oder ähnlich. Hier ist das möglich über einen Browser. Und dann haben wir hier das Dashboard. So ist das, wenn man sich eingeloggt hat. Man muss natürlich sich ein Konto erstellen mit ein paar Infos zu sich, ein paar Daten. Das ist dann aber selbsterklärend wie bei jeder App, wie bei jeder Anwendung, wo man dann sich ein Konto anlegen muss. Und dann kommt man hier drauf. So sieht es leer aus. Ich habe jetzt noch kein Projekt drin. Man kann dann entweder hier über die Schaltfläche oder hier über die Schaltfläche sich ein neues Projekt anlegen. Und wir machen jetzt ein Tobi's Tooltime, also Tobi's Tooltime Test. Dann kann man hier noch ein paar Sachen mit eingeben, auch die Adresse, Bauherr, die Infos, die man alle hat. Umso mehr Infos, desto besser ist es dann auch nachher in der Ausgabe. Das kommt dann aber zum Schluss. Dann haben wir hier das Projekt. Dann kann man in dem Projekt mehrere Wohneinheiten anlegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnpark macht mit mehreren Blöcken und mehreren Wohnungen, kann man das in einem Projekt zusammenfassen und sich hier dann anzeigen lassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Bauherr seid und diese App nutzen wollt, dann habt ihr nachher eine Wohneinheit. Dafür gibt es dann auch eine spezielle, günstigere Lizenz, um das als Bauherr einmalig zu machen, um dann auch die Planung an den Elektriker weiterzugeben. Aber wenn man das in größerem Stil macht, was durchaus auch sinnvoll ist, dann haben wir hier die Möglichkeit, das in Projekte zu unterteilen und auch in Wohneinheiten. Dann haben wir hier neue Wohneinheit, wenn man jetzt zum Beispiel Haus 1 nehme. Oder man kann, beziehungsweise wenn man sich ein Kürzel macht, zum Beispiel den Ort, ich komme aus Heilbronn, und dann Haus 1 und dann hat man Einfamilienhaus rechts zum Beispiel. Und dann kann man hier schon ein Stockwerk anwählen, wenn man vorher schon weiß, wie die Pläne aussehen. Fängt man zum Beispiel im Untergeschoss an und dann kann man sich hier über diese Schaltfläche einen Grundriss hochladen. Ich habe hier einen Testgrundriss, der ist mehrseitig, den kann man jetzt hier hochladen. Man kann den drehen, wie man braucht, nachher auf der Anwendung. Hier sieht man, so macht es am meisten Sinn. Seite 1 von 3 ist jetzt hier das UG, dann kann man das hier hochladen. So, zack, dann hat man hier die Wohneinheit, Einfamilienhaus und hier die Stockwerke. Wenn man ein Haus hat mit mehreren Stockwerken, ist ja eigentlich die Regel, dann kann man hier über das Plus noch ein Stockwerk hinzufügen. Und dann macht man hier zum Beispiel EG draus, nimmt diesen Grundriss nochmal, Seite 2, kann den dann auch drehen. Das sieht man hier in dieser Anzeige, wie es euch am meisten Sinn macht. Ich lade mir das einfach mal so hoch und dann kann man noch eins, Obergeschoss, nochmal den Grundriss hochladen. Und dann kann man hier sich auch Status setzen, wenn mehrere Leute an diesem Projekt arbeiten, dass die wissen, wo ist man gerade dran. Man ist jetzt in Bearbeitung und dann öffnet man das Ganze. Und kann hier oben über diese Schaltfläche dann die Stockwerke durchklicken. Hat hier dann noch Listen, da komme ich ein bisschen später dazu. Hier diverse Einstellungen. Hier seht ihr, gibt es noch einen Export an stromlaufplan.de. Das ist noch in der Beta-Phase. Dann kann man sein Projekt, wenn man das sauber eingepflegt hat, über die Listen exportieren. Und dann wird einem auch gleich ein Stromlaufplan erstellt. Dann spart man sich diese Zeit, den zu zeichnen.
können auch noch. Da hat man hier jetzt zum Beispiel das Erdgeschoss. Ich empfehle euch auf jeden Fall eine Maus zu benutzen, weil über das Touchpad bei Mac, da werde ich immer verrückt, aber das ist Handling-Sache, wie ihr es wollt. Man kann über das Mausrad dann auch reinzoomen, rauszoomen, hier über Klicken mit dem Linksklick das alles verschieben, wo man dann hin möchte. Also ist sehr intuitiv und auch einfach zu handeln, weil darum geht es ja. Man möchte Zeit sparen und einfach die Dinge platzieren, ohne jetzt groß Tastenkombinationen nutzen zu müssen. Man hat hier auf jeden Fall ein Handling, das zeitgemäß ist und den Ansprüchen auf jeden Fall dient, die man dann zu so eine App auch hat, die zumindest ich habe. Wenn man hier jetzt in diesem Projekt startet, macht es Sinn, das zuerst mal zu vermaßen, hat nachher viele Vorteile, um eventuell auch Leuchten zu setzen, Leuchtenauslässe, Spots zu setzen, und man hat ja in der Regel so einen Plan und hat dann auch hier schon Maße definiert. Und dann kann man hier unten, das ist dieses Maßstabsymbol, den Maßstab auch definieren. Man muss eine Referenzstrecke aufziehen, die machen wir hier von A nach B. Umso näher man rangezoomt hat, das kann man auch noch parallel machen, desto genauer wird das Ganze. Man kann es hier dann auch nochmal rüberziehen, hier nochmal rüberziehen, und dann hat man das ganz genau und kann hier 286,5 cm eingeben, und dann weiß das Programm gleich, wie der Plan zu vermaßen ist. Dann fragst du mal natürlich, ob man das als Maßstab setzen möchte. Wenn man da vorher jetzt schon Planungen gemacht hat, deswegen empfehle ich es ganz am Anfang, können sich hier Dinge auch verschieben, deswegen das lieber am Anfang machen. Zack, jetzt hat man den Maßstab, man sieht es hier unten schon, ist definiert, und dann kann man jetzt loslegen mit Planen. Man hat hier einmal den Pfeil, da kann man dann hier wild hin und her. Man hat hier die Möglichkeit, Raster zu bilden, für was die nachher sind, oder auch mehrere Dinge zu markieren, um die dann zu löschen. Man hat hier ein Messinstrument, man kann hier dann messen, wie viel ist das hier von A nach B. Ist auch irgendwie ganz cool. Das kann man mal brauchen, mal braucht man es nicht. Das kann man dann auch wieder rauslöschen. Hat hier die Vermaßungsthematik, da gehe ich nochmal später drauf ein. Das braucht man wahrscheinlich nicht immer. Dann hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, Linien von A nach B zu ziehen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man als Elektriker einen Bauherr hat. Das habe ich nämlich mit diesem Tool umgesetzt, dem man dann zeigen möchte, von wo nach wo welche Leitung verlegt werden muss. Dann kann man das jetzt hier zum Beispiel als Leitung nehmen, an der Seite dann auch noch mal zum Beispiel eine Kiste machen, wo man dann nachher reinschreibt XYZ, die Leitung ist das und das. Also das kann man damit auch machen. Deswegen bin ich auf diese App überhaupt gekommen, weil ich einen Bauherr hatte, der viel selber gemacht hat und ich dem dadurch definieren konnte, von wo nach wo welche Leitung kommt. Das jetzt nochmal am Rande. Man kann hier über das Symbol immer rauslöschen und hat dann auch wieder alles frei. So, die wichtigste Funktion, warum ich das überhaupt brauche als Elektriker, sind hier diese Elektrotechnik-Symbole. Man kann hier die sich anzeigen lassen in der Profi-Darstellung, so wie wir das als Elektriker zeigen, oder in der Laiendarstellung, wie es der Kunde nachher sieht, Steckdose, Schalter, wie auch immer. Man kann die Symbole größer und kleiner machen, wie man sie auf dem Plan dann nachher braucht, und hat hier dann nachher eine Bibliothek mit allem Wichtigen, was es in der Elektrotechnik gibt. Man kann sich theoretisch auch selber Symbole erstellen. Das zeige ich jetzt hier nicht im Detail, weil es geht jetzt erstmal um die Grundlagen, auch Elektrotechnik, um Schalter, Steckdosen, was man denn alles so hat. Man kann sich Favoriten anlegen, was man immer wieder braucht. Man hat auch vordefinierte Räume schon. Zum Beispiel als Küche kann das so drüber ziehen und hat dann hier schon eine Küche vordefiniert, wie es jetzt zum Beispiel aus der DIN 18015 auch rauskommt. Wie viel Steckdosen und Schalter man hat, wie viel Herdanschluss und so weiter. Das kann man sich auch als Favorit selber bauen, wenn man zum Beispiel ein großes Wohnprojekt hat, wo man 80 Wohnungen hat, die alle gleich sind. Dann kann man sich die Räume vordefinieren und das in der Elektroplanung einfach da per Drag and Drop reinziehen. Man sieht, das ist ganz einfach, easy going. Dann nehmen wir mal jetzt zum Beispiel eine Steckdose. Die brauchen wir jetzt zum Beispiel in der Küche. Am Eingang. Die Türe öffnet sich in diese Richtung, daher brauchen wir jetzt hier eine Steckdose. Man fährt da an die Wand ran, man sieht, das ist auch intuitiv, das geht immer in die Richtung, wie sich die Maus bewegt, und kann dann mit dem Pfeil auch
definieren. Das geht hier auf diese Wand. Mal immer mit gedrücktem Mauszeiger lässt los und dann ist sie da. Man hat hier die Angabe, auf welcher Höhe die Steckdose ist. Das ist eine Steckdose auf 30 cm und kann dann jetzt zum Beispiel noch einen Schalter dazu nehmen, einen Ausschalter, weil das ist jetzt eine kleine Küche. Man kann diesen Schalter jetzt nehmen, hier mal jetzt so in der Mitte platzieren. Dann sieht man, der ist auf 1,05 Meter, wenn man den nimmt. Man muss immer einmal draufklicken und dann kann man den hier über das Kreuz nehmen und dann nimmt man hier mit in die Kombination mit auf. Dann weiß das Programm, das gehört hier mit an die Wand und dann ist das ein Ding. Dann hat man den Schalter auf 1,05 Meter und die Steckdose auf 30. Jetzt gibt es zum Beispiel auch Schalter-Steckdosen-Kombinationen, wo beides auf 1,05 Meter hoch ist. Oder es gibt auch Leute, die das alles auf 1,10 Meter machen. Das kann man dann in den Einstellungen nochmal vordefinieren, dass alle Schalter zum Beispiel auf 1,10 Meter sind und nicht auf 1,05 Meter. Und kann man das jetzt auch zum Beispiel auf 1,05 Meter machen und dann springt es hier mit auch mit rein und ist dann in einer Kombination. Das kann man alles individualisieren und auch nachher noch beschriften, wie man es braucht. Man kann es hier auch noch mal drehen. Hier in dem Fall macht es so Sinn. Man kann hier die Symbolgröße ändern und dann sieht man hier, dass die sich auch vergrößern und verkleinern. Es ist wichtig, wenn man jetzt vielleicht einen kleineren Grundrissplan hat oder kleinere Räume und da viel reinpacken muss, wenn man dann so große Symbole hat, dann merkt man, dann überlappen die und dann muss man hier dann nochmal einstellen. Das kann man hier über dieses Symbol. Und wenn man dann nachher das ausgibt, einmal für seinen vielleicht Mitarbeiter oder Kollegen, die schauen sich das lieber hier so an, in dieser fachlichen Ausführung. Und wenn man es dem Kunde gibt, der nachher vielleicht irgendwie was selber installiert, kann man das natürlich auch so machen. Ich würde trotzdem immer empfehlen, hier zu bleiben, weil hier kann man sehen, hier ist zum Beispiel ein Ausschalter zweifach, hier gibt es Wechselschalter, da sind die Symbole definiert und weiß man auch, von was man nachher spricht. Aber das kann man hier frei wechseln und hier auch die Größen einstellen. Dann nehmen wir mal jetzt nochmal eine Steckdose. Die ist vordefiniert hier immer mit den 30 cm. Die kann man dann hier jetzt zum Beispiel das Fenster, die müssen wir hier an die Wand machen. Noch eine zweite Steckdose dazu nehmen. Dann haben wir eine Doppelsteckdose. Das springt dann automatisch so auf und dann kann man hier die Steckdose reinmachen. Dann haben wir hier jetzt eine Doppelsteckdose. Das muss man einmal so machen und dann könnte man das hier zum Beispiel auch als Favorit speichern. Oder man kann es nehmen und duplizieren hier rüber und dann hat man das gleiche nochmal. Also man muss nicht immer die Steckdosen da umständlich reinziehen, wenn man weiß, man hat jetzt hier 20 Steckdosen, dann kann man das wieder duplizieren und zum Beispiel hier dran machen, dann kann man das hier nehmen und hier rüber auch speichern als Vorlage, zum Beispiel Doppelsteckdose 30, dann weiß man, das hat man in 30 cm. Und dann kann man es hier zu Favoriten hinzufügen. Und wenn man dann hier in Favoriten geht, hat man in Installation hier schon mal die Doppelsteckdose, zack, kann man sie rausziehen und das ist fertig. Man hat Steckdosen, man hat Schalter in jeder Ausführung, man hat Beleuchtung, zum Beispiel eine Deckenleuchte, wo man hier einfügen kann. Man hat hier eine Wandleuchte, die man noch einfügen kann. Alles per Drag and Drop. Da, wo man es irgendwo an der Wand definieren muss, ist auch der Pfeil dabei, wo es dann an die Wand ausgerichtet wird. Hier kann man bei der Wandleuchte auch definieren, in welcher Höhe die rauskommt. Man hat Einbauspots, also man hat alle gängigen Dinge, die man in der Elektrotechnik im Wohnbau hat, zur Verfügung. Man hat Anschlüsse für Markisenanschluss, Rollladenmotor, man hat zum Beispiel hier elektrische Rollläden, muss ein Rollladenmotor dran. Da weiß man auch, auf 2,10 Meter kommt dann der Auslass oder die Dose, wie man es dann auch immer ausführt. Man hat in der Küche eine Herdanschlussdose definiert. Man kann Leerdosen setzen, hat man zum Beispiel im Wohnzimmer, wenn man an der Wand, wo der TV hinkommt, zum Beispiel einen Auslass fürs HDMI-Kabel macht. Man kann, wenn man eine Fußbodenheizung hat und hier zum Beispiel einen Heizkreisverteiler, kann man die Stellmotoren hier schon einpflegen, je nachdem wie man es ausführt. Man hat Datendosen, Telefondosen, Antennendosen, alles was das Elektrikerherz begehrt. Raumthermostate, hier ist auch, hier können wir zum Beispiel in die Küche, wenn man da noch einen Raumthermostat dabei hat, den auch mit in die Kombination mit aufnehmen und dann springt der auch schon in die Höhe. Der ist angeordnet nach höchstem Bauteil zum niedrigsten Bauteil. Der ist natürlich ausgelagert auf 1,45 Meter. So sind Raumthermostate in der Regel auch definiert. Und jetzt sieht man hier, das wird immer mehr, sollte man vielleicht doch die Größe ein bisschen anpassen. Zack,
alle Symbole passen sich in der Größe an. Dann wird es alles nochmal viel übersichtlicher. Dann kann man auch springen. Jetzt ist man im EG fertig, hat es OG. Denkt, man hat im EG noch was, kann man sofort wieder in die Planung rein und weitermachen. Man kann sich auch Verteiler setzen. Man hat jetzt einen Unterverteiler hier im Flur zum Beispiel. Dann ist der auch schon mit definiert. Umso detaillierter, desto besser wird nachher auch das Ergebnis auf der Baustelle und auch hier in der Planung. Man hat hier Listen. Das ist jetzt im Detail, das ist vielleicht nochmal ein eigenes Video wert. Auch was, wo man definieren kann. Man hat hier jetzt eine Steckdose im Wohnzimmer. Dann, das Wohnzimmer ist noch nicht definiert als Raum. Gewisse Dinge, die man eingeben kann. Und kann sie sich nachher dann auch als Stückliste ausgeben lassen. Wenn man beim Großhändler bestellt. Wenn man das genau macht, kann man Artikelnummern hinterlegen. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Firma hat, mit der man arbeitet, kann man hier schon feste Artikelnummern hinterlegen und dann wird das ausgegeben und kann es 1:1 an Großhändler schicken, Bestellung rausmachen. Man vergisst nichts mehr. Ich kenne das, wenn ich irgendwo auf der Baustelle unterwegs bin und Fertigmontage machen muss und die Bestellung mir aufschreibe. Ich vergesse immer 2-3 Rahmen, immer Steckdosen. Das ist hier fast zu 100% ausgeschlossen. Natürlich, wenn man Steckdosen in die Planung vergisst, schon einzufügen, dann ist klar, dass man die dann nicht da mit dabei hat und kann die sich jetzt einfach so mit einem Export ausgeben lassen und das speichert und man kann es zum Großhändler schicken. Hier kann man auch noch für Planungen, Angebote, Dinge machen. Also das ist alles noch detailliert. Man kann hier noch Angebotspositionen definieren, um auch noch mit Aufschläge und so. Also es ist echt super durchdachtes System und von Planung bis zur Ausgabe das alles so einfach wie möglich zu gestalten. Und wie gesagt, später, wenn man das gut aufbearbeitet hat, kann man das ausgeben über diese Export auch an stromlaufplan.de. Wenn man Leuchten nicht einfach nur so im Raum setzen möchte, sondern auch definieren will, wie die Bemaßung aussehen soll, kann man das zum Beispiel auch hier über diese Vermaßungsraster machen und hat jetzt hier zum Beispiel Mittenkreuz, drückt man drauf und dann kann man von A nach B eine Maßeinheit ziehen, hat dann hier auch die Möglichkeit, um so näher mal ranzoomen und alles mit gedrückter Maus so nah wie möglich an die Wand zu kommen, damit es so genau wie möglich auch wird. Und dann hat man automatisch hier schon die Mitte von diesem Raum definiert über dieses Kreuz. Man kann das dann hier zur Bearbeitung anklicken, kann auch dann hier das Raster nochmal definieren, hin und her ziehen. Man kann hier die Bemaßung nochmal ändern, wenn man das hier nochmal fein justieren möchte und hier nochmal an die Wand näher ran möchte. Kann dann auch nachher die Bemaßung nochmal näher ans Raster ziehen oder rausziehen, damit man es auch hier sauberer sieht. Man kann, wenn man es hier in einer unübersichtlichen Stelle hat, auch einen Hintergrund vergeben, dass die Bemaßung besser zu sehen ist, raus und reinziehen. Und dann kann man, wenn man damit fertig ist, zum Beispiel den Deckenauslass da drauf platzieren. Der rastet auch hier ein, der ist so magnetisch. Da hat man hier auch die Möglichkeit, das zu magnetisieren oder auch nicht. Ich empfehle es immer magnetisiert zu lassen. Zack, dann springt es so rein und dann hat man das so definiert. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bemaßung hier geht und die hin und her schiebt, dann verschiebt sich auch der Deckenauslass mit. Also ist ein ganz cooles Tool, um das dann nachher für den Bauherr oder für den Monteur sauber aufzuarbeiten, wie weit er denn von hier reinmessen muss zum Beispiel. Aber da auf jeden Fall kann man mit rumspielen und gucken, was man denn für Möglichkeiten hat. Man kann ja auch noch mehrere Spots dann setzen. Also ist super extra Tool, neben der eigentlichen Elektroplanung, das auch noch sauber zu vermaßen. Man kann dann auch, wenn man einen Küchenplan hat, zum Beispiel, man hat jetzt hier das Kochfeld definiert und Küchenpläne sind ja meistens auf dem Küchenplaner vom Küchenstudio mit Bemaßungen, kann man die hier dann auch noch mit einfügen über diese Bemaßung, damit man genau dort die Steckdose aussetzt, wie sie der Küchenplaner zum Beispiel geplant hat. Warum ist es ein Vorteil, diese App zu nutzen? Neben den offensichtlichen Dingen. Natürlich, das ist digital, von überall aus zugreifbar, über den Browser. Man hat alles gespeichert in der Cloud. Nichts geht verloren. Ein gezeichneter Plan ist auch mal schnell verloren gegangen. Jeder, der das öfter macht, der weiß es, dass das auch mal weg sein kann. Es ist dokumentiert. Wenn man das gemeinsam mit dem Bauherr macht, kann er auch mit drin rumwirken und seine Planung vielleicht auch vorher machen. Für wen ist in welchem Fall auch ein Vorteil? Wenn du Bauherr bist, gibt es zum Beispiel jetzt über meinen exklusiven Link hier unten die Möglichkeit, eine Bauherrenlizenz zu erwerben für ein Projekt. Da kann man schon mal vorplanen, wild drin rum experimentieren, wo man wie viele Steckdosen haben möchte, dieses als PDF exportieren und seinem Elektriker oder Elektrikerin, die man dann anfragt für ein Angebot, zuschicken. Dann sieht der schon, wow,
Der Bauherr ist ja super professionell aufgestellt, hat vielleicht gar nicht mehr so viel Arbeit in der Detailplanung, kann das erste Angebot schon in einer Weise schicken, wo es vielleicht nachher zu 90% schon auch an diesen Preis herangeht. Man kann sich Zeit sparen. Zeit ist auch für Bauherren wichtig. Das merkt man, wenn man dann mal in so einem Projekt drin ist. Und hat dann sauber auch schon mal was vorbereitet. Was ist der Vorteil für einen Elektriker oder für die Elektrikerin? Natürlich das Ganze, was ich jetzt im Video gezeigt habe, dass es super easy ist. Man spart dadurch schon mal viel Zeit und auch Nerven, das jetzt zum Beispiel einen Plan von Hand zu machen. Wieder was rausradieren, wieder umplatzieren. Der Kunde möchte doch was woanders. Das ist hier ganz easy going. Man kann dann das Bauteil anklicken, verschieben und hat es dann auch im Plan verschoben. Was ist aber noch ein großer Vorteil? Das merke ich, wenn ich mit digitalen Tools arbeite. Ich wirke natürlich beim Kunde viel professioneller, wenn ich mit sowas ankomme, anstatt mit Stift und Papier irgendeinen Fresszettel und ja, verliere das vielleicht auch noch und habe dann nochmal Ärger. Also es ist auf jeden Fall professioneller und für einen selber natürlich auch Dokumentation. Man kann das PDF sich ausgeben lassen, in seine Handwerker-Software dann integrieren, hat alles dokumentiert. Man kann auch immer sagen, hallo, das ist Stand von Datum X, Uhrzeit Y, da haben wir das besprochen, da habe ich es Ihnen geschickt. Man hat auch eine Sicherheit für sich selber, dem Kunde gegenüber. Also für meine Sicht bietet es nur Vorteile. Man hat auf jeden Fall eine 30-Tage-Testversion. Da kann man zum Beispiel sein erstes Projekt einmal frei wild planen. Das kann man sogar auch schon als PDF ausgeben, als erste Planung und damit mal rumtesten, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn man drin ist und das testet, dann merkt man ganz schnell, dass es ein tolles Tool ist, sehr intuitiv, wo man schon noch mitdenken muss, aber über den Gedanke, die User Experience zu verbessern, auch mitgedacht wurde, das Alltag so einfach wie möglich zu gestalten, um dann nachher auch Zeit zu sparen. Es gibt, wie man hier hinten sieht, müsst ihr euch alles mal im Detail ansehen, verschiedene Modelle, Starter, Spark, Fire. Das ist ein bisschen abhängig von der Betriebsgröße, wie viele Projekte man gleichzeitig bearbeiten möchte. Es ist eine Betriebsausgabe für die, die das professionell machen. Und für mein Verhältnis, wenn ich andere Handwerker-Softwares anschaue und CAD-Programme, die auch nochmal viel komplizierter sind, wo man meistens dann auch nochmal ein Onboarding braucht, eine Schulung, günstig und super integrierbar für einen in den Alltag. Also schaut rein, geht unten in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link, wie gesagt, zur Bauherrenlizenz. Die findet ihr auch in meinem Ratgeber, den werde ich hier auch nochmal verlinken. Und wenn ihr Elektriker oder Elektrikerin seid, dann nutzt auf jeden Fall mal diese 30-Tage-Testversion. Findet ihr alles in der Videobeschreibung, müsst ihr dann euch kurz einloggen und dann kann man schon loslegen. Was ich noch dazu sagen will, ich habe jetzt hier eine hochprofessionelle Planzeichnung. Man kann natürlich auch ein Foto von dem Grundriss machen, den man selber gemacht hat, den hochladen und darin die Planung. Also es ist nicht an Architektenpläne gebunden, kann auch Handzeichnungen nehmen. Natürlich ist das so besser, aber wenn man nichts hat, kann man auch mit sowas arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch einen guten Eindruck geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr solche Softwares nutzt, ob ihr euch jetzt gerade dafür interessiert, ob ihr euch genau für Chatplan interessiert habt und da mal einen Einblick von jemand Externem haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssle!